Sonntag und Zeit zum Kochen. Heute machen wir Hackfleisch etwas anders. Also ein bisschen schnell Kühe übernehmen. Normalerweise ist ja Bolognese oft der Fall. Heute gibt es Hackfleisch mit Eiern, Knoblauch und Zwiebeln. Dazu gibt es natürlich Nudeln. Also die Zutaten: Eier, Hackfleisch, Knoblauch, meine Kräuter vom Balkon, ganz frisch gepflückte, Pfeffer aus der Mühle, Salz aus der Mühle, Macaroni von Barilla, Zwiebeln, etwas Kreuzkümmel und etwas Tagine, also eine Gewürzmischung, ein bisschen so italienischen Touch reinzubringen. Okay, da fangen wir mal an, Zwiebel zu schneiden und dann sehen wir später, was wir weitermachen. Die Zwiebel durch etwas größer schneiden, haben sie mehr Geschmack als so kleine Zwiebel, also habe ich sie mal einmal der Länge nach, dann die grobe Würfel. Und meine große Tochter mag auch sehr gerne Zwiebeln, deswegen auch ein bisschen mehr rein. Nudelwasser habe eingeschaltet, nur Salz rein, kein Öl gebrochen, Pfanne vorbereitet, weil sie jetzt kommt ja gleich. Jetzt machen wir zuerst die Zwiebeln separat anbraten mit dem Knoblauch. Und rein in die Pfanne. Die Zwiebeln haben jetzt ein bisschen Farbe angenommen, sind leicht glasig geworden. Und jetzt für das ganz leckere etwas Zucker drauf. Ein Esslöffel vielleicht noch. Mal leicht karamellisieren, dann schmeckt es noch besser. Man sieht es leicht. Jetzt das Hackfleisch anbraten, ganz scharf. Pfanne, je heißer, desto besser. Wenn ihr schöne Hackfleisch habt und einen Schneebesen braucht, so. Das ist halt gut. Das Fleisch ist genug angebraten, das Hackfleisch. Das Wasser ich brauche, kein trockenes, sieht man. Nicht so gut. Ich habe das ganze Gewürze reingemacht. Und Zwiebeln rein. Und dann Zwiebeln. Ei drauf und fertig. So, und jetzt kommt das Ei drauf. Die ganze Geschichte. Kurz berühren. Die Menge passt so. Also so ein bisschen andrehen. So wie Omelette. Schnelle Küche. Ich habe etwa 15 Minuten gebraucht, das ganze Gericht. Angerichtet ist, ich habe frische Paprika genommen als Unterlage. Dazu normale Macaroni. Schmeckt sehr gut. Danke fürs Liken, bis zum nächsten Mal. Euer Adnan.